Finale. So, bevor wir uns aber dem Finale ein bisschen genauer widmen und vor allen Dingen noch einmal erklären, was ihr euch mit den 2 gewonnenen Spielen für Vorteile erkämpft hat, geht es nicht nur um die 15 Minuten Live-Sendezeit, sondern ich habe ja am Anfang der Sendung bereits gesagt, solltet ihr das Finale verlieren, hat ProSieben mit euch etwas Wunderbares vor. Wenn es in die Hose geht, dann müsst ihr die neue ProSieben-Hymne schreiben, singen und auch produzieren. Wir zeigen das Original kurz mal und hören es uns an. Es ist von der bezaubernden Rita Ora und nennt sich We Love to Entertain You. So klingt es. We love to entertain you. Klingt super, ihr seid 2 kreative Köpfe. Ihr komponiert ein komplett neues Lied, singt es ein, Text, über den freue ich mich. Ich kenne ja jemanden, der hatte auch mal einen Text von Klaas, der heißt Ralf Acapulco, das war auch sehr schön. Ralf Acapulco könnt ihr ja mitsehen. Mit meinem Freund, dem Pimmel, ne? Mit meinem Freund, dem Pimmel, genau. Ja. Danke. Wir schreiben uns, aber er schreibt nie zurück. Ja, vielleicht keine Tinte auf dem Füller, wer weiß. Das war eine schöne Vorlage, ne? Gut. Also, ich erkläre ganz kurz mal, worum es geht im Finale. Einer von euch muss in großer Höhe etwas fangen, während der andere es von unten hochwerfen müsst. Wer geht in die Höhe und wer wirft? Wir müssen jetzt mal überlegen. Nee, wir müssen anders fragen. Wer kann besser fangen? Hey, Joko, ey, nee. Moment. Bitte nicht so eine Druckstimmung. Damit kann er nicht umgehen. Joko, ich habe mir das noch nicht genau angeguckt. Ich gucke mir das dann an, aber soll ich dir mal was sagen, mein kleiner Freund? Ich mach das. Ich gehe in die Höhe, okay? Ja. Oh. Sehr schön, dass ihr das geklärt habt. Wir bauen das Finale auf und sind dann gleich wieder da. Catch me if you can. Catch me if you can. In diesem Fall will ProSieben einzig und alleine, hört ganz kurz mal zu, dass Gegenstände richtig geworfen werden von hier, dort oben aufgefangen werden und dann im Zielbereich abgelegt werden. Das bedeutet, einer von euch ist der Werfer, das habt ihr schon festgelegt. Man darf auch werfen? Joko, ich erzähle dir das gleich mal. Nee, das wollte ich nicht werfen. Einer ist der Werfer und einer ist der Fänger. Der Werfer steht hier auf diesem Laufband. Der Fänger steht dort oben auf der Stele und das ist der Zielbereich. Also Klaas, du fängst da oben und erst, wenn es da drüben im Zielbereich liegt, gilt es auch als richtig abgelegt. Moment, das heißt, er muss es auch nochmal werfen? Ja. Oh Gott. Fangen und werfen. Ihr habt heute... Ich habe einen Gag auf deine Kosten gemacht, Freund. Ihr habt heute 2 Spiele gewonnen. Das heißt, ihr habt euch 2 Vorteile erkämpft. In diesem Fall sind das pro Vorteil 5 Gegenstände. Also 2 mal 5 sind 10. Hier sind 40 drauf. Das heißt, ihr müsst von diesen 40 Gegenständen 30 im Zielbereich ablegen. Ihr habt nur 10 mögliche Fehler. Jetzt kommt noch ein kleiner Kniff für den Mann, der wirft. Das bist du, Joko. Denn du kannst ja nicht ewig Zeit lassen. Alle 30 Sekunden wird das Laufband schneller. Hä? Ja. Ey, was sind denn das für Spiele? Das ist doch... So, bevor du weiter jaulst, es gibt nämlich Nein, noch ich eine jaul Regel. Doch gar nicht, ich habe nur gesagt, was sind das für Spiele. Also, fällt ein Gegenstand beim Werfen runter, darf er nicht wieder aufgehoben werden, der gilt als raus. Genauso wie wenn der Fänger beim Fangen runterfällt von der Stele. Ich habe mich selber gesichert, ProSieben-Style. Sehr gut, ich freue mich so, das ist toll. Aber hast gehört, ne? Ja, ja. Selber gesichert, wenn du runterfällst. Ja, hab's mir gedacht, wenn ich darf nicht runterfallen, das musste alles dahin. Man darf 10 nur daneben hauen, die anderen muss ich fangen. Das wird immer schneller, er muss das ordentlich werfen, ich muss ordentlich fangen. Und wenn wir es schaffen, dann haben wir gewonnen. Der Werfer darf nur werfen, wenn er sich auf dem Laufband befindet. Okay? Okay, cool. Seid ihr bereit? Dann geht's. Ach so, der Klaas einmal oben auf die Stele. Kommt nach hinten? Nee, lass mal. Das bin immer nur einen Gegenstand werfen, ne? Also du darfst jetzt nicht alles da reinpacken. Nee, tu dir nicht jetzt schon weh. Damals hat der Wendler sich auch selber gesichert, ne? Jetzt hat er eine junge Freundin. Ich kann das schon. Tochter. Ich kann das schon. So. Gut. Ich kann singen und mich selber sichern. Irrtum, Michael. Nix kannst du. Ihr könnt euch absprechen, welche Gegenstände geworfen werden sollen.
Aber das Spielprinzip ist verstanden. Wow. 30 von 40 Gegenständen müssen da oben. Warte mal. Klaas, bist du der Meinung, du bist richtig eingedreht für dieses Spiel? Du musst ja fangen. Richtig eingedreht heißt was? Ist das jetzt sowas für, bist du gut drauf oder wie meinst du das? Ja, ich bin richtig geil eingedreht heute. Ja, lass es anfangen oder was? Okay, das Finalspiel startet jetzt mit dem ersten Gegenstand. Darauf. Der ist raus. Der zweite, ne? Mach's mal ein bisschen konzentriert, bitte. Joko, ich stehe hier. Also ganz kurz mal, 2 von 10 möglichen Gegenständen, Ich kann das nicht kriegen, wenn das zu weit weg ist. Okay, wirf's irgendwie in meine Richtung. Okay, es ist aber für mich auch erst der dritte Gegenstand, den ich werfe. Ich muss auch ein bisschen ein Gefühl entwickeln. 8 Fehler dürft ihr euch noch erlauben, Joko. Das Laufband wird schneller. Warte. Wirf die doch nicht so hektisch, wirf doch normal. Ja, du wirfst sie so werfen. Also, je länger du da rumtrödelst, desto schneller wird das Laufband, ne? Wird schneller wieder, das Laufband. Oh, der 4. Gegenstand. Das ist ja hier Armut gegen Elend. Okay, schaffen wir. Sehr gut. Laufband wird schneller. Ah, schade. Da unten liegen 5 Gegenstände, 5 Fehlversuche hast du noch. Scheiße. Guck mal ein bisschen da, Joko. Aber jeden Gegenstand nur einzeln. Ey, Digga! Sorry. Nicht die Kleinen, ich kann die Kleinen nicht gut. Ja, die Kleinen sind aber leichter, wie du gerade merkst. Die Großen kommen nicht an. Nimm noch beide Hände. Nimm beide. Ich kann das besser. Okay. Ich sag's dir noch. Sehr gut. Du kannst doch nicht mit einer Gabel werfen. Der 7. Gegenstand. Das ist eine Gabel. Konzentrier dich. 3 Fehlversuche habt ihr noch. Ich sehe die Dinger nicht mal. Man sieht die nicht. Die sind zu klein, wie ich dir schon zum dritten Mal gesagt habe. Ich sehe nicht mal so einen Stift, den sieht man nicht. 2 Fehlversuche. Und hier sind noch eine ganze Menge Sachen. Was ist los mit dir? Was war das denn? Das ist jetzt jedes Ding. Jetzt hör mal kurz zu. Digga. Jedes Ding ist jetzt ein Matchball, ne? Wenn wir noch einen Fehler machen, wenn du die Kleinen nicht fangen kannst und ich die Großen nicht werfen kann, haben wir ein Problem. Ich stehe. Alter, bitte. Hier, einmal noch konzentriert, bitte. Einmal konzentriert. Ja, glaub mir. Ja. Ich mach keinen Quatsch. Neun. Ein Fehlversuch habt ihr. 9. Schneller. Es darf keiner mehr schief gehen. Es wird nur noch schneller. Nee, warte. Es müssen jetzt alle klappen. Ja, egal, welcher Reihenfolge. Nee, einen dürft ihr noch versemmeln. Okay. Alter. Was denn mit dem Speer? Durch, Klaas, durch. Oh, da! Den will ich nicht. Da ist aber eine Kugel dran vorne. Oh, da! Ja? Wow! Kann ich den 2 machen? Nein. Nee, mach so. Das ist ein Gegenstand.
Oh. So. Was ist das? Was ist das? Das sind Salzletten. Erwartungen. Was das Salzletten. Ist. Ah ja, okay, ich weiß, wie schwer die sind. Okay. Es wird wieder schneller. Oh, aha, warte. Was denn? Hast du Angst, dass ich da drauf trete? Ja. Keine Angst. Okay. Kann ich den anreichen? Ja, dann werde ich an 7 verschiedene Stellen aufgespießt. Werfen, nicht geben. So rum besser? Ja, 4 verschiedene Stellen. Aber jetzt überleg. Okay. Aber klar, sag mir, was du lieber geworfen hast. Nein, du musst ja eh alles werfen, jetzt mach doch. Ja. Es wird wieder schneller, das Laufband. Geht als gefangen. Geht als gefangen. Ich wollte gerade sagen, also, dass das auseinanderfällt, ist ja nicht unser Problem. Zählt. So. Wird schneller wieder. Ah! Okay. Ganz kurz mal, das war der 10. Gegenstand. Es darf jetzt nichts mehr runterfallen. Darf oder ich den nicht Helm ausziehen, werden. Bitte? Darf ich auf eigene. Nee, so wie du da läufst, bitte lass ihn ganz auf. Ehrlich, so wie ich da laufe, ich habe mich noch nicht einmal da hingelegt, ich habe nur gesagt, es ist mir wahnsinnig. Bitte lass den Helm auf. Das Laufband ist schon wieder schneller geworden, Joko. Okay. So, so. Ah. Ist besser. Es wird wieder schneller. Yeah, sehr gut. Sehr gut. Oh. Nein, nein, nein. Ich muss eh alles hoch. Ja, aber die Papier... Den Papier. Ey, aber Leute, ganz ehrlich, du sagst zu mir, was sind das für Theorien? Jetzt nehme ich den Mach Papier... Mach den zu einem Ball. Ja, aber ich fertig? Tu nicht so, als wärst du selber drauf gekommen. Ja, so, das geht so. So, das ist gut. Da habe ich genug Möglichkeiten. Das ist gut, das Ding. Ich muss einmal kurz Probe werfen. Aber nicht, fang's nicht mit dem Gesicht. Ach. Das ist scheiße, wenn du läufst. Ich glaube, du musst fast eher stoßen. Das war der 11. Gegenstand hier auf dem Boden. Komm runter, Klaas. Euer Haus- und Hofsender gewinnt. Komm hier trotzdem runter. Klaas, komm runter. Komm. Damit, meine Damen und Herren, können wir uns freuen auf eine Premiere. Und zwar am kommenden Freitag um 17 Uhr im TAP gibt es eine neu konzipierte ProSieben-Hymne von Klaas und Joko. Getextet, eingesungen, getanzt sicherlich auch. Es wird großartig. Riesenapplaus noch einmal für unsere beiden leider Verlierer am heutigen Abend, Joko und Klaas. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Und wenn Sie Bock haben, sehen wir uns wieder am nächsten Dienstag um 20.15 Uhr. Mit Joko und Klaas, dem Problem. Alles Gute und tschüss, schönen Abend. Danke.